Jo Freunde der Extravaganz, wie geht es euch? Heute, meine lieben Freunde, kommt eine ganz, ganz andere Art von Video. Nämlich, meine Schwester, eigentlich die nächste Person in meinem Leben auch, wird über meinen Kanal reden, über meinen Werdegang, über mich selbst als Georg, in Anführungszeichen, von Georg TV. Und viele haben sich ja gewünscht, so zu wissen, wie ist Georg TV eigentlich so in der Einstellung her? Wie ist er in Bezug her zu seinem Kanal? Was war in der Vergangenheit los? Und ihr habt einfach meine Schwester, die wird euch ein bisschen einen Einblick geben. Einen heftigen Applaus für die großartige Sister Mr. Lister, Georgs TV Sister. War das ein gutes Eintritt? So Freunde, das Mikrofon wird übergeben meiner wundervollen Sister. Stolz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber das ist eigentlich nicht Georgs erster Kanal. Er hat schon zwei andere Kanäle gehabt, wo er schon ziemlich jung Alter schon angefangen hat, Videos zu drehen. Er macht das aber auch, weil es einfach so ein Hobby ist und weil er das einfach auch voll feiert, dass er einfach Menschen zum Lachen bringt. Und so ist er eigentlich im Privatleben. Also ist nicht so, also nur in Videos, wo man so denkt, ja, der Georg ist nur so in Videos und im Real Life ist er ganz ernst. Überhaupt nicht, er ist immer so ein lustiger Mensch. Auf jeden Fall hat er richtig heftige Reichweite gehabt in seinen anderen zwei Kanälen. Ich glaube schon die 15.000 Abonnenten gehabt. Genau. Dann wird eigentlich einfach das von einem Moment auf den anderen einfach weggenommen. Also das müsst ihr euch einmal vorstellen. So, ihr steht auf, schaut auf euren YouTube-Kanal oder auf irgendwas, was euch halt einfach taugt, irgendwas, und dann auf einmal ist das weg. Und das wird euch einfach von heute auf morgen einfach weggenommen. Und das ist einfach nicht einfach. Und andere Leute finden das vielleicht nicht machen, was Georg gemacht hat. Georg hat einfach weitergemacht und hat nur meinen Kanal eröffnet. Dann ist es aber leider Gottes wieder passiert, dass sein YouTube-Kanal gelöscht worden ist. Und dann hat er es nur mal gemacht. Und der zweite hat er auch wiederum 12.000 Abonnenten. Genau, genau. Dann auch wieder in dieser Hype-Phase. Da habe ich 2.000 Abonnenten im Monat gemacht. Aber was auch sehr gut war, das heißt fast 100 Abonnenten am Tag, ja. Was auch sehr, sehr stark genau. war. Also es war schon ziemlich heftig. Also er ist auch viel oft angesprochen worden, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Bruder irgendwo war, da sind echt viel oft Leute gekommen und haben gesagt, hey Georg, kann ich kurz ein Foto mit dir machen, ein Bild mit dir machen. Also das war eigentlich schon ziemlich, also er hat schon richtige Fans gehabt. Genau. Familie. Genau, Family, Community und so weiter. Ja. Wie war ich so von deiner Art und Weise, als der Kanal gelöscht worden ist, wie habe ich darauf reagiert? Ja, natürlich, es war einfach unbeschreiblich. Also es hat nicht nur Georg mitgenommen, es hat uns einfach alle mitgenommen. Ich war Georg am meisten betroffen, weil es einfach ein sein Kanal war. Aber es war einfach ein Bestandteil von seinem Leben. Das ist einfach so von heute auf morgen einfach weg gewesen. Und ja, das ist halt meine Leidenschaft. Ne? Ja, ja, und das, ich finde, man merkt das auch von in seinen Videos, dass er das einfach aus Leidenschaft macht. Hey, auf Stummschulden. Ja, es ist meine Leidenschaft. Ne? Wie lange mache ich schon YouTube? Schon extrem lang. Also weißt du noch genau, wo ich immer in meinem Zimmer war, wo Georg immer so laut Videos macht. Ja, ich war sehr laut beim Videos drehen. Er war voll laut. Ja, und ich war so, Georg, das ist zu laut. Ja, und ich war so, ich mache noch kurz ein Video. Ja, weil ich habe viel geschrien, ist der und herum und so. Ja, stimmt schon. Und er hat auch echt, also am Tag, vielleicht haben die 3-4 Videos gemacht. Also er hat echt die ganze Zeit nur Videos gemacht. Ich war früher auch noch motivierter als wie jetzt. Da sehr viel vorproduziert, sehr viele Videos gemacht. Ja, stimmt, genau. Stimmt. Das, was mich auch motiviert hat, war, dass ich sehr oft angesprochen wurde, sehr viele Nachrichten bekommen habe, dass meine Videos gut waren und dann war meine Arbeit da. Ne? Also ihr müsst euch einfach vorstellen, also 15.000 Abonnenten sind schon voll viele Personen, das sind voll viele Menschen einfach. Tagtäglich sind die gestiegen, tagtäglich. Also das war wirklich die Hype-Zeit. Ja? Ich habe sogar ein Video gepostet gehabt und nach ein paar Stunden so 10.000, 5.000 Aufrufe. Es war ein aktiver Kanal mit sehr vielen Klicks. Ja? Das stimmt schon. Und wie findest du jetzt meinen jetzigen Kanal, meinen jetzigen Content? Ja, also ich finde ihn voll super. Ich bewundere auf jeden Fall Georg und das muss ich echt wirklich, wirklich sagen, dass er noch immer weitermacht, weil ich finde, dass es nicht jeder gemacht hätte. Also ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft hätte, dass ich nur mal sage, okay, ich reiß mich jetzt wieder zusammen und mache wieder einen YouTube-Kanal und fange wieder von neu an. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt 15.000 Abonnenten und dann auf einmal wieder gar nichts. Also ihr müsst wieder euch einloggen, müsst euch komplett alles wieder von neu aufbauen. Ja, genau, einfach alles nochmal neu aufbauen. Und das zweimal, ne? Ja, eben. Einmal 15.000, einmal 12.000. Also das ist einfach nur heftig, wenn man so denkt. Es ist nicht leicht. Genau. Viele YouTuber machen Videos und du musst irgendwie dazwischen so erscheinen. Genau, du musst einfach einzigartig sein. Du musst einfach so sein, dass die Leute denken, du machst andere Videos, du machst nicht wie alle anderen Videos so oft. Also, ja, da kommen noch Videos auf euch zu. Genau, wir haben Rätsel. Die kennt ihr noch nicht, die haben wir jetzt vorproduziert, genau. Genau, genau. Werden lustige Videos, Freunde. Das kann ich euch versprechen. Ja. Ich finde auf jeden Fall, was ihr bei Georg auf Vorbildfunktion eventuell mitnehmen könnt, ist einfach. Ja, aber wirklich, also ich auch, dass man einfach nicht aufgibt. Egal wie oft euch Leute Obi machen. Runterbringen, genau. Genau, einfach, ich mach's einfach weiter. Ihr macht einfach echt ein Ding. Ihr müsst einfach dazu stehen. Und wenn ihr dazu steht, dann ist es egal, wer drüber redet. Das ist einfach echt eure Sache. Also jede erfolgreiche Person muss einfach Hate abkriegen, sonst war es ja nicht erfolgreich. Ne? Macht es einfach weiter, gibt es auf jeden Fall nicht auf und zieht es einfach echt ein Ding durch, weil irgendwann einmal wird es ja so groß sein, dass einfach die Leute, die was euch einfach gehatet haben, dann einfach wieder mit euch machen wollen und so. Viele haben mich gehatet, viele haben mir ein schlechtes Gefühl. Was ist das?
warum verbringst du deine Zeit auf YouTube, was bringt dir das, mach doch einfach irgendwas anderes. Genau. Und als ich dann Erfolg gehabt habe, haben die privat geschrieben, genau. Oh, bitte push mich, ich will ein paar Likes, ich will ein paar Abonnenten. Siehst du, dass ich den jetzigen Kanal, siehst du davon eine Zukunft, siehst du, dass dieser Kanal erfolgreich sein wird wie die vorigen Kanäle? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, weil Georg einfach andere Videos macht und er einfach richtig ehrlich ist, Unmengen an Zeit überlegt, was er für euch für Videos macht. Ja, ich überlege viel, Frank, genau. Stimmt schon. Ich überlege echt viel, was kann ich jetzt machen, was euch eventuell gefallen wird. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass der Kanal erfolgreich sein wird. Schenkt viel Liebe. Herz Liebe. Auf. Wenn wirklich jeder auf sich schauen würde, dann war die Welt so viel schöner einfach. Das stimmt. Ich weiß nicht warum, aber also zieht euch ein Ding durch. Ich denke mal so, wenn ihr wirklich dazu steht, so wie Georg zu seinem Video steht und weiß, dass er das geil macht mit dem Content und alles Mögliche, seid ihr einfach hundertprozentig sicher, dass was ihr macht, ist einfach richtig. Ich muss mir vorstellen, meine Schwester ist eine ganz, ganz ehrliche Person. Also wenn ich keine guten Videos mache, sagt sie, ich mache keine guten Videos oder ich zeige mich nicht in die Kamera. Aber sie steht hinter meinem Content, sie steht hinter meinen Videos und das ist etwas, was ich bewundere. Und deswegen, wenn irgendwer was sagt, dann geht das einfach von da und da wieder aus. Natürlich, wenn jemand schon Verbesserungsvorschläge an, wenn zum Beispiel sagt, ja, aber das ist etwas anderes, als wenn man hatet. Kann man machen! Ja, kann man schon machen. Ich bin echt glücklich, dass Georg YouTube für euch macht. Aber Georg macht ja nicht nur so Comedy-Videos, sondern eigentlich auch so ernste Themen, Videos. Ja. Genau. Ich mache auch ernste Themen. Also an jeden, der neu auf den Kanal zustoßt, der soll was machen? Abonnieren, die Glocken einschalten, liken. Die Videos einfach anschauen und einfach Liebe verbreiten. Das war Real Talk, Freunde. Also solche Worte findet man nicht sehr oft. Ne? Und ihr habt euch sicherlich jetzt ein kleines Bild gemacht von meinem Kanal, von mir selbst als Person, wie ich war, von meiner Sister her. Genau. Da kann man sich das besser bildlich vorstellen. Genau. Und es freut mich sehr, dass wir knapp vor, wie viele Abonnenten habe ich bald? 8000, Digi! Ja. Knapp 8000. Ja, wir fehlen einfach nur knapp 80 Abonnenten und dann haben wir 8000 Abonnenten. Dann haben wir es geschafft. Und dann sind wir Richtung 10k, Digi! Ja. Ist schon heftig, Freunde. Na dann, Freunde, freut es mich mega, dass ihr das Video angeklickt habt. Und schreibt es in den Kommentaren, ob ihr mehrere Videos von uns sehen wollt. Und was für Videos, schreibt es einfach unten in den Kommentaren. Ja, es werden schon Videos auf euch zukommen, die haben wir jetzt vorproduziert. Das sind diese Rätselvideos. Genau. Aber wenn ihr mehr Ideen habt, schreibt es einfach unten in den Kommentaren. Tschüss!